Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen heute ein weiteres Open-Source-Programm vor. Meine persönliche Leidenschaft, teilweise sogar meine Geldquelle, Blender 3D. Ein Programm zum Visualisieren, um 3D-Körper zu erstellen, um zu animieren, um zu simulieren und so weiter und so fort. Was Blender alles kann, versuche ich heute einen kleinen Einblick zu geben. Es werden heute keine Tricks verraten und so weiter, sondern es soll mehr ein Gesamtüberblick von diesem Programm gemacht werden. Also was kann Blender, für was ist Blender, was ist das Ziel und was ist die Weiterentwicklung von Blender, was ist zu erwarten. Den Ursprung hat dieses Programm von der Firma NeoGeo aus den Niederlanden. Also diese Firma hat Blender eigens geschrieben, entwickelt, programmiert und eigentlich nur für die interne Nutzung vorerst gebraucht. Irgendwann ging diese Firma NeoGeo leider bankrott oder vielleicht auch zum Guten für Blender. Der Chefentwickler von NeoGeo, der Chefentwickler von Blender ist Ton Rosendahl, auch ein Holländer. Ich bin sicher, diejenigen von Ihnen, die die Filme kennen von Blender, Big Bug Bunny, Elephant's Dream, denen ist dieser Name geläufig. Ton Rosendahl hat ja ursprünglich dann diesen Quellcode aus dieser bankrott gegangenen Firma freigekauft, also nicht er selber, sondern die Community hat Geld aufgetrieben. Sie mussten den Investoren $100,000 zahlen für diesen ganzen Quellcode. Und somit konnte der Quellcode dann öffentlich freigelegt werden. Und seit da arbeiten jetzt eigentlich neben Ton Rosendahl immer noch weitere Entwickler an diesem Programm, die dann spezielle Sachen skripten. Die Programmiersprache sagt mir persönlich sehr wenig, weder C++ noch C noch Python. Aber für diejenigen, die Python kennen, die wissen, auch bei Blender wird das eigentlich sehr viel gebraucht. Also Skripts benötigt man für Import, Export, für Unwrapping und so weiter und so fort. Ein Vorteil von Blender ist sicher, dass es auf den meisten Betriebssystemen läuft, also auf sehr vielen Linux-Distributionen ist es sowieso schon mal vorhanden. Es läuft auf OS X und auf Windows. Was natürlich auch einen Vorteil hat, dass die Kompatibilität untereinander ist eigentlich immer gewährleistet. Also ich kann sowieso Sachen auf Linux erstellen, weiter bearbeiten auf Windows, ich kann austauschen, ich kann innerhalb von verschiedenen Releases downgraden, upgraden, die Files, die funktionieren, eigentlich auch von oben hinab. Also wenn ich mit 2.48 was gemacht habe und dann mit 2.47 das nachbearbeite, geht das auch. Es sei denn, genau dieses Feature, dass ich bei 0.48 das Neue ist, das geht natürlich dann nicht auf dem Alten. Die Dateigröße des Programms selber ist sehr klein, also je nach Betriebssystem ungefähr zwischen 8 bis 22 Megabytes. Also dieses ganze Programm ist eigentlich mit sehr wenig Code geschrieben. Es hat hier noch Plätze frei für diejenigen, die sitzen wollen. Was kann man, den Funktionsumfang, was kann man mit Blender machen? Blender ist in erster Linie ist zum Teil ein Modellierungstool. Also ich kann Sachen modellieren, ich kann Sachen bauen, sei es Häuser, sei es Figuren, sei es einen Hasen, sei es ein Gebäude, sei es Produkte und so weiter, kann ich mit Blender modellieren. Ich kann mit verschiedenen NURBS schaffen, ich kann mit Kurven schaffen oder ich kann mit Polygonen schaffen. Animieren dazu kann ich dann das Ganze eigentlich über IP-Kurven, ich kann einfach Punkte setzen, ich kann sagen, in Frame 0 ist ein Würfel hier und bei Frame 20 soll er dann hier sein und um 90 Grad rotiert. Alles dazwischen rechnet mir das Programm, wie man das kennt von Flash oder auch von anderen Programmen. Ich kann natürlich auch Figuren verformen, ich kann das über Lattice machen, also das heißt, ich kann sie wirklich zum Beispiel zusammendrücken und wieder auseinandernehmen.
Ich kann Figuren lebendig machen, indem dass ich ihnen Bones gebe. Also ich kann Kinematik machen. Ich kann wie bei den Figuren, die wir heute noch sehen werden, kann ich halt die Figur mal zuerst modellieren. Ich kann die texturieren. Ich kann die mit Haaren belegen und so weiter. Und dann kann ich diese Figuren mit Bones bewegen. Das heißt, ich kann halt eine Hand mit verschiedenen Knochen auch verschieden bewegen und ich kann diese Knochen steuern, ich kann denen Freiheitsgrade entziehen, ich kann denen die vollen Freiheitsgrade geben und so weiter. Ich kann stretchen, ich kann Gliedmaßen verlängern, wenn ich das so will und so weiter und so fort. Texturieren. Texturieren ist auch sehr wichtig für alle, die mal mit 3D gearbeitet haben. Man will ein Bitmap zum Beispiel auf eine Wand kleben, damit sie aussieht wie eine Ziegelwand. Man will ein Auge, will man mit einer Iris, mit einer Pupille belegen und so weiter. Man will bemalen, man will nicht alles unbedingt modellieren, man will bei einer Figur oder bei einem 3D-Körper, bei einem Produkt auch mal einen Bildschirm hinkleben und so weiter. Das geht eigentlich alles recht gut. Natürlich kann ich das Ganze nachher auch rendern, das ist ja eigentlich das Endziel bei den meisten Sachen, dass ich ein Bild oder ein Film rechne, rendere und somit dann den unabhängig von Blender zeigen kann. Also Rendern gehört eigentlich zum Programm wie das Modellieren an und für sich. Beim Rendern kann ich verschiedene Engines benutzen, also ich kann zum Beispiel den internen Renderer von Blender benutzen oder ich kann Jafrai benutzen, das ist auch ein sehr beliebter, freier, kostenloser Renderer. Mit dem arbeitet Blender sehr gut zusammen, den kann ich mir als Plugin installieren und kann von Blender aus rendern. Die unterschiedlichen Renderer haben den Vorteil, dass ich zum Beispiel anders mit Licht, mit Schatten rechnen kann. Ich kann vielleicht mit dem einen Renderer besser irgendein Glas darstellen, Glasberechnungen oder auch eine Lichtbrechung von Glas. Also das heißt, wenn ich hier ein Weinglas hinstelle, dann sehe ich das, was dahinter ist, verzogen und das kann ich mit Blender simulieren, das kann ich mit diesen Renderern simulieren. Wenn wir schon beim Simulieren sind, ich kann auch Flüssigkeiten, Staub, Wind, Partikel, Haare kann ich animieren, dass wenn ich etwas bewege, wenn es ein Tuch hat, einen Vorhang, kann ich Wind darauf geben und der Vorhang bewegt sich. Ich kann natürlich das Ganze auch mit Sand machen, mit Kugeln, die einen Gegenstand umwerfen und so weiter und so fort. Das ist alles möglich, ist eine Frage von Rechnerqualität. Ob ich das auch in Realtime machen kann, aber es läuft eigentlich, wenn es einfache Sachen sind, schon auf relativ alter Hardware. Kollisionen habe ich schon angesprochen, interaktive Steuerung, das ist für die ganze interne Game Engine, also Blender hat neben den Tools, die ich bis jetzt angesprochen habe, auch die Möglichkeit, Games zu produzieren. Es gibt in der Zwischenzeit sogar ein Open Source Games oder sogar mehrere. Yo Frankie ist da sicher das bekannteste. Da kann man, das ist ein Jump-and-Run-Game, das man, ja, wie man sie so kennt, man wirft da ein Schaf rum, man sammelt Punkte, indem man irgendwo hinaufhüpft und das Ganze läuft real-time. Also ich habe dort sogar eine gewisse Schattenberechnung, ich sehe sogar Wasser in diesem Spiel und ich muss natürlich dort auch ein bisschen eine gute Grafikkarte haben, um das überhaupt laufen zu lassen. Fast zuletzt, nicht unerwähnt, sollte das Filmschnitt-Tool von Blender sein. Blender hat ein internes Schnittprogramm, das heißt, ich kann Videobearbeitungen machen, ich kann zum Beispiel ein Video vertonen, ich kann Videos miteinander mischen, ich kann Überblendungen machen, ich kann Texte einfügen. Und zu allerletzt, was ich hier noch erwähnt habe, was ich schon am Anfang gesagt habe, Python. Python ist die Programmiersprache, ich persönlich kenne mich überhaupt nicht aus mit Programmieren. Vielleicht ein bisschen HTML geht noch, aber Python sagt mir nichts, aber ich kann die Skripts natürlich verwenden, ohne dass ich sie verstehe. Ich habe hier den Plant Generator. Das heißt, ich kann mit einem Tool sagen, ich möchte jetzt einen Baum haben oder ein Gebüsch. Das soll ungefähr so und so viele Blätter haben, so und so viele Äste. Es soll eine Flammenform sein oder eine Kugelform. Was auch immer, und dieses Skript erstellt mir dann eine solche Pflanze. Dann muss ich das eigentlich nachher nur noch texturieren oder andere Materialien geben.
Was kann Blender, für was ist Blender nützlich? Blender eignet sich sehr gut zum Beispiel für Architekten. Ich zeige nachher noch ein, zwei Beispiele. Architekten, die halt ihre Gebäude nehmen, die sie schon mit einem CAD gezeichnet haben, können diese exportieren, bei Blender importieren und dort weiter bearbeiten. Ich kann dann zum Beispiel ein Walkthrough durch ein Gebäude machen, indem ich eine Kamerafahrt setze. Ich kann das auch interaktiv machen, ich kann das auch auf dem Netz machen, gibt es sogar Möglichkeiten, dass die Leute selber Gebäude drehen können und das halt dann auch als Film rechnen lassen, damit ich wirklich eine gute Vorstellung von einem Gebäude bekomme. Da kann ich dann natürlich auch die ganzen Spiegelungen verwenden, wenn ich Außenfassaden habe, wenn ich Fenster habe, da kann ich hineinsehen, je nachdem wo ich stehe. Bei Glas ist es ja so, wenn ich zum Beispiel schräg vor einem Glas stehe, dann spiegelt das. Wenn ich hingegen frontal auf ein Glas schaue, dann sehe ich in ein Gebäude rein. Das simuliert mir Blender, das simuliert mir der Renderer. Ein weiteres Beispiel, und wie ich persönlich zu Blender gekommen bin, sind Produktvisualisierungen. Also wie stelle ich ein bestehendes Produkt oder ein Produkt, das in der Entwicklung ist, wie stelle ich das möglichst gut realistisch dar, wenn ich zum Beispiel einen Glasbehälter habe, wenn ich eine Maschine habe, die verschiedene Komponenten hat, dann kann ich da natürlich Farben geben, ich kann die Texturen geben, ich kann viel bessere Oberflächen geben, als dass ich das in einem CAD könnte. Ich kann auch wiederum Filme machen. Sachen, die von einem CAD meist nur mit Vorsicht gemacht werden und sehr oft mit Beschränkungen oder mit teuren Plugins. Filme kann ich natürlich gut machen. Es gibt auf dem Netz jetzt schon eine Unzahl von Filmen, die mit Blender gemacht worden sind. Die beiden bekanntesten sind sicher Elephant Stream und Big Bug Bunny. Das sind beides zwei Kurzfilme, die von der Blender Foundation gemacht worden sind, in Zusammenarbeit mit einem Dutzend Künstlern, Technikern von der ganzen Welt, die dann jeweils in Amsterdam für 8 Monate ungefähr zusammenarbeiten und einen Film erstellen. Da gibt es dann den Profi, der eigentlich nur Rigging macht, das heißt, er versetzt die Figuren so weit, damit sie sich bewegen können. Jemand anders ist dann zuständig, damit sich diese Figuren dann auch wirklich bewegen, so wie sie sollen. Und dann gibt es den Art Director und so weiter und so fort. Diese Filme sind wahnsinnig spannend, weil sie eigentlich die Möglichkeiten, die Blender verbirgt, aufzeigen. Für Leute, die anfangen, die sehen eigentlich sehr schnell, okay, Blender kann das machen, ich kann Composing machen, ich kann Hintergründe rechnen, ich kann mit Vordergründen arbeiten, ich kann mit Tiefenunschärfe arbeiten, was für Filme alles unerlässlich ist. Ich kann Beleuchtungen machen, die realitätsgetreu sind. Und nicht zuletzt, wie schon erwähnt, gibt es auch Spiele. Und Yo Frankie findet man auch auf dem Netz. Man kann das sich dort eigentlich mal anschauen. Es gibt Demo-Videos, auf das gehe ich heute nicht mehr weiter darauf ein. Aber was ich jetzt mal zeige, sind eigentlich Bilder von Architekten, die ich über das Internet mal gefunden habe und die mir selbstverständlich ihre Sachen auch zur Verfügung gestellt haben. Ja, ich kann das hier eigentlich mal... Ein sehr schönes Beispiel ist sicher das hier. Machen wir noch ein Vollbild. Das ist ein in Blender gemachtes Bild. Also das ganze Modelling wurde in Blender vervollständigt. Ich weiß nicht, ob er noch CAD-Daten importiert hat. Aber auf jeden Fall wurde das Ganze nachher in Blender zusammengesetzt. Die Stühle wurden platziert. Die Texturen wurden gelegt, die Lichtquellen, die verschiedenen hier. Und dann schlussendlich wurde dieses Bild mit Jaffray gerendert. Ist in diesem Fall ein sehr schönes Beispiel, weil man halt gut sieht, es ist regelmäßig ausgeleuchtet und es hat die Spiegelungen im Hintergrund, der Boden, der spiegelt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch ein weiteres Bild habe, sollte ich zumindest. Das ist von einem anderen Architekten, der hier ebenfalls ein Gebäude in eine natürliche Umgebung hineingesetzt hat. Auch dieses Gebäude
ist zum großen Teil mit Blender modelliert. Und die Bäume, die kann man eigentlich von verschiedenen 3D-Bibliotheken, kann man die sich holen, sei das, dass man auf, es gibt Dutzende Gratis-Seiten, die Bäume, die Gebäude oder die auch zum Beispiel Fahrzeuge, sei es ein Fahrrad, sei es ein Auto, halt zur Verfügung stellen, damit man sich das runterladen kann und in Blender importieren. Also Blender importiert zum Beispiel STL-Files oder 3D-DXF, natürlich auch aller Arten von 2D-Vektordateien kann man importieren. Man kann halt eben auch ganze Baugruppen oder ganze Gebäude, ganze Fahrzeuge importieren. Weiter möchte ich Ihnen eigentlich jetzt noch einen kurzen Ausschnitt zeigen von einem Film. Ich weiß nicht, ob wir hier auch Ton haben. Das ist dieser Big Bug Bunny. Haben wir Ton? Nicht, okay, den Ton denken wir uns. Nicht, dass der Soundtrack hier nicht auch wirklich was sehr Schönes wäre und auch lohnenswert. Aber wenn man jetzt hier mal sieht, das hier ist alles mit Blender modelliert. Der Vogel ist texturiert und halt mit Bones ausgestattet. Wir schauen uns hier einfach mal ein, zwei Minuten das an. Und für diejenigen, die das interessiert, suchen Sie auf dem Netz nach Big Bug Bunny oder nach Elephant Stream und Sie finden zahllose verschiedene Varianten des Films in großer, kleiner, mittlerer Auflösung für den Fernseher oder in HDTV. Was man eigentlich bei dieser Version oder bei diesem Film vor allem sieht, sind halt die ganzen Haare. Alle Figuren fast haben Fell. Alle Figuren sind sehr lebendig, sollen ja menschlich sein in diesem Fall. Und so weiter und so fort. Das Schöne in diesem Film ist eigentlich, dass nicht nur der Film an und für sich Open Source ist, also ich brauche keine Genehmigung, um das hier zeigen. Ich könnte sogar von Ihnen Eintritt verlangen, sofern Sie den auch bezahlen würden, wäre das okay. Ich kann auch die ganzen Figuren, ich kann die alle vom Netz holen. Ich kann neue Filme daraus machen. Ich kann die sogar für Werbung einsetzen. Das ist alles legal. Open Source bedeutet in diesem Fall sogar, dass das gesamte Wissen eigentlich, das entstanden ist während dieser Zeit, dass das frei zur Verfügung steht. Ich kann wirklich jedes File holen, ich kann den Hasen holen mit all seinen Knochen und weiter bewegen. Also das geht hier eigentlich ziemlich weit. So, stoppen wir das mal für den Moment. Okay. Was ich hier noch schnell zeigen möchte, ist das Ganze, wenn es nicht nur um Spaß gehen soll, sondern auch, ja, was ich Ihnen jetzt zeige, ist ein Produkt von einem Lift, von einer Firma. Die machen solche Hebebühnen, um schwere Stahlsachen anzuheben und die haben dieses Produkt und vorgestellt wurde das Produkt mit einem Flashfilm. Das ist dieser hier. Also die Firma hatte den Wunsch, das Produkt natürlich zu vermarkten, hat es wahrscheinlich immer noch. Und was wir hier sehen, ist eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Und dieser Film ist komplett in Blender erstellt. Das heißt, das sind alles CAD-Daten, die man übernommen hat und jetzt so eigentlich dem ganzen Leben eingehaucht hat. Dieses Beispiel soll einfach zeigen, dass auch
die Industrie natürlich sehr viel von sowas hat. Also es ist durchaus nicht nur für Spaßfilme mit großen Hasen, sondern auch mit Produkten sehr ein gutes Programm. Das sind jetzt natürlich CAD-Animationen, das oben rechts. Es gibt auch Beispiele, zum Beispiel von Kosmetikfirmen, die die Wirkung von ihrer Hautcreme in ähnlichem Stil zeigen, dass man halt sieht, okay, man hat eine Haut, wie man das aus der Werbung kennt. Die ist runzelig, man hat eine Creme, man streicht die drauf und es wird glatt. Lässt sich alles natürlich sehr gut zeigen, vielleicht besser als in echt, dass es funktioniert. Das hier soll einfach stellvertretend als Beispiel mal sein. Okay, dann stoppen wir das hier auch mal und schauen mal, was da noch weiter ist. Ja. Okay. Wir? Da? Okay. Merci. Die Kritik an Blender. Ich persönlich habe versucht, ein bisschen Kritik an Blender zu suchen. Wenn man bei Konkurrenzprodukten schaut, wenn man bei Maya-Benutzern nachfragt, dann hört man vielleicht mehr Kritik. Die Hauptkritik an Blender ist aber auf jeden Fall das grafische Interface. Jeder, der mal Blender geöffnet hat, wer hat schon alles Blender geöffnet? Darf ich das fragen? Okay, sehr viele. Wer hat damit mehr als 2 Tage gearbeitet? Okay, weniger. mehr als 2 Tage, die Frage war falsch. Ja. Ja, es ist halt frustrierend am Anfang, weil die Bedienung von Blender ist eigentlich für den Künstler gemacht und trotzdem fällt es einem anfangs sehr schwer, mal ein bisschen was zu bewegen, zu animieren und so weiter. Und das ist eigentlich auch die größte Kritik. Nichtsdestotrotz wird Blender plus minus auch in der nächsten Version eigentlich von der Bedienbarkeit so bleiben. Was ich selber auch sehr gut finde, weil wenn man sich mal daran gewöhnt hat, mit Blender zu arbeiten, dann sieht man, wie schnell, dass man was machen kann. Okay, die Vorteile von Blender nach der Kritik. Die Vorteile sind ganz bestimmt mal, ich habe nur Hardwarekosten. Ich brauche kein Geld für das Programm in die Hand zu nehmen. Ich kann es einfach vom Internet laden. Ich kann es von einem Memory-Stick laden, wenn ich es mal habe. Ich kann es überall verwenden. Ich kann es weitergeben. Ist also schon mal schön. Eine weitere Sache ist die Entwicklung. Blender wird nicht für ein Marketing entwickelt. Blender hat kein Marketing. Die Benutzer sind das Marketing. Ich bin Marketing vielleicht auch. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man auf Schnickschnack verzichtet, man setzt auch keine Energie in den Verkauf, weil man kein Geld durch den Verkauf gewinnt. Die Geschwindigkeit von Blender ist sicher relativ hoch, weil es nur schon ein sehr kleines Programm ist und weil die Programmiersprache einigermaßen intelligent ist. Weil es auch gut programmiert ist, ist es auch schnell, auch von der Bedienung her. Blender läuft übrigens auch auf alter Hardware. Ich hab noch ein uralt Powerbook, auf dem läuft das. Ich habe das schon auf 7-jährigen PCs probiert oder auf 5-jährigen geht es dann schon mal ein bisschen besser. Was gut ist, ist natürlich, wenn man eine Grafikkarte hat, statt nur eine Onboard-Grafikkarte, ist aber wirklich nicht notwendig. Also wenn ich einfache Sachen machen möchte, dann geht das auf Ihrem alten Computer. Vielfältigkeit, ich hab den Video-Editor schon mal erwähnt, ich habe auch andere Sachen erwähnt, eben man kann animieren, texturieren, man kann rendern, das ist eigentlich alles drin in diesem Programm, in diesem kleinen, feinen Programm. Blender lernen, auf dem Netz hat es unzählige Tutorials, also
Es gibt Filme, die demonstrieren, wie man zum Beispiel Haare macht, die sich bewegen, oder wie man mit Wind arbeitet oder mit Kollisionen. Das ist eigentlich alles erklärt, wenn Sie unter YouTube schauen und Blender eingeben, dann kriegen Sie ganz gute Anweisungen eigentlich. Und was ich auch allen empfehle, die mit Blender arbeiten wollen, kaufen Sie sich ein Buch, lesen Sie das durch und selbst wenn Sie schon mit Blender gearbeitet haben, Sie werden viele, viele neue Sachen entdecken. Okay, eine kleine Vorschau. Im Laufe dieses Jahres kommt das Release 2.5 raus. Das tönt jetzt so, momentan haben wir 2.48, das ist nicht wahnsinnig. Ein großer Unterschied, aber zu 2.5, da wird 90% vom Code neu gemacht. Es gibt einen neuen Fenstermanager. Es lässt sich alles animieren, alles mit dem und jenem. Ich kann viel mehr Sachen machen. Und auch dieses Jahr wird der dritte Open Source Movie starten und wird dann im Februar nächsten Jahres ungefähr fertig sein. Okay, jetzt mache ich noch eine ganz kurze Live-Demo, damit wir das alle mal sehen, wie das so aussieht. Das ist, wenn man Blender startet, sieht es ungefähr so aus. Was ich empfehle, um Blender zu bedienen, ist auf jeden Fall eine externe Tastatur, wenn Sie mit einem Laptop arbeiten, und eine Maus, weil man nur schon alles eigentlich mit der rechten Maustaste bedient. Also ich klicke eigentlich auf eine Lampe und das mache ich alles mit der rechten Maustaste. Dann kann ich hier eigentlich x-beliebig den Screen splitten und kann mir hier zum Beispiel anzeigen, was ich hier für Sachen habe. Ich habe hier eine Kamera, das ist dieses weiße Ding. Ich kann das auch mal skalieren, damit es ein bisschen größer ist. Ich habe hier den Cube, ich kann den mal rotieren, vielleicht auch noch ein bisschen größer machen. Und ich habe hier die Lampe. Das ist jetzt eine Sonne und da mache ich jetzt mal schnell einen Spot raus, gebe dem einen Buffer Shadow statt einen Ray, das geht dann schneller zum Rechnen. Und hier über das Numpad auf der rechten Seite der Tastatur kann ich die Ansichten steuern. Mit 7 habe ich die Ansicht von oben, mit 1 von der Seite und mit 0 sehe ich immer durch die Kamera hindurch. Wenn ich jetzt was rechnen lassen möchte, dann kann ich hier zum Beispiel auf dieses Bild gehen, kann das Ganze aber auch mit den F-Tasten bedienen. Sie sehen unten, wie die Buttons sich ändern. So bedient man Blender. Und jetzt kann ich hier mal was rendern lassen. Ich mache das noch ein bisschen kleiner. Schalte Raytracing aus, das braucht sehr viel Rechnerzeit. Und hier habe ich mal den Würfel. Was ich jetzt noch mache, ist, ich bewege diesen Würfel mal. Für das gehe ich hier in eine andere Ansicht, und zwar in die Animationsansicht. Und hier sehen Sie, habe ich eine Timeline. Hier habe ich noch weitere Fenster, da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein. Ich gehe jetzt mal aufs Frame 1 und ich sage hier mit einem I, dass der Würfel hier mal in der Scaling, in der Rotation und in der Position gelockt sein soll. Jetzt gehe ich hier ein paar Frames weiter, 245, setze den Würfel mal hier hin, mache eine Rotierung, skaliere ihn noch ein bisschen und locke das Ganze auch nochmal. Jetzt sehen Sie hier schon die ganzen Kurven. Ich habe hier die verschiedenen Achsen, ich habe hier die Rotation und die Position. Wenn ich jetzt wieder durch die Kamera schaue, dann habe ich hier den Würfel, versuchen wir das mal geshadet, gehen hier zurück, drücken auf Play und schauen mal, ja, das ist ein bisschen langsam, versuchen wir das vielleicht so und sehen eigentlich, dass sich der Würfel hier jetzt langsam nach hinten bewegt. Der ist nicht so langsam, weil der Rechner langsam ist, sondern weil die Positionierung eigentlich sehr klein variiert worden ist. Vielleicht müsste ich das hier mal ein bisschen vergrößern, dass man das auch wirklich sieht. Jetzt habe ich hier eigentlich schon, wie sich der Würfel bewegt. Das kann ich natürlich auch mit Farben machen. Ich kann zum Beispiel von undurchsichtig auf durchsichtig gehen in einer bestimmten Zeit. Ich kann die Lampen verschieben, ich kann sie ein- und ausschalten. Ich kann die Brennweite von der Kamera verändern. Ich kann alles animieren eigentlich. Okay,
Das wär's eigentlich schon. Das heißt, wir sind so ziemlich am Ende, soviel ich weiß. Ja, wir sind am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mir die gerne stellen. Ich bin noch an einem Stand, Open Libre Graphics Stand. Libre Graphics, nicht Open Libre Graphics. Okay. So, liebe Sätze. So. Okay, vielen Dank für die Präsentation. Wenn Sie noch Fragen haben, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen, bitte sprechen Sie ins Mikrofon, es wird aufgezeichnet und sagen Sie schnell, wer Sie sind. Keine Fragen zu diesem wunderschönen Tool? Sind Sie sprachlos oder überwältigt oder wie darf ich das deuten? Okay, dann machen wir hier fertig. Vielen Dank noch einmal.